So, und geht's weiter mit neuen Runde Flife. Wir sind heute auf Obverse Flife wieder im Wechsel. Gestern kam leider nichts, weil ich Geburtstag gefeiert habe und deswegen. Ich wollte zwar was aufnehmen, beziehungsweise wollte eigentlich auch schon einen Tag vorher was aufnehmen, dann und dann halt einfach am nächsten Tag uploaden und so. Aber es hat nicht wirklich funktioniert. Das haben wir gestern da gesehen und. Naja, gut. Ich meine, ich habe dann gestern noch ein anderes Video ready. Noch dann das Armored Warfare Video. War jetzt dann nicht so tragisch, dann hatte ich halt zumindest ein Video. Halt leider kein Flife und so, aber. Ja, war halt wenigstens was oben und. Von dem her. Why not? Na gut, muss man schauen. Die nächsten Tage sollten auf alle wieder besser werden. Es wird eventuell noch ein bisschen eng werden, beziehungsweise es wird generell noch einiges drauf zukommen. Ich habe übrigens noch ein Thema ready, deswegen. Ich erzähle jetzt gerade erstmal noch so von gestern und Co. Es wird eventuell jetzt dann mal generell ziemlich schwierig werden, weil wir unser Haus renovieren. Das heißt, neue Fenster, neue Türen, neues Garagentor. Ja. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich dann irgendwie 12 Stunden am Tag hier gearbeitet. Und ich denke mal, Fenster rausreißen und so, neu reinbauen, wird ultra laut werden. Das heißt, ich kann wahrscheinlich überhaupt nicht aufnehmen und das Ganze wird ungefähr 3 Wochen dauern. Also eine Woche halt die Türen und Garagentor. Und ja, 2 Wochen dann die Fenster. Und ich bin mir aktuell nicht sicher, wie ich das Ganze überhaupt machen soll. Also. Ja, es ist mega schwierig vor allem, weil. Warum sind wir eigentlich noch bei den Maps? What the fuck? Vor allem, weil ich nicht weiß, wann ich aufnehmen soll. Ich meine, es geht wahrscheinlich um 8 Uhr morgens los und geht dann 12 Stunden durch bis um 8 Uhr abends. Oder, also ich denke mal mindestens 6 Uhr abends. Ich denke immer 8 Uhr abends wahrscheinlich. Ja, vielleicht 6 Uhr abends. 12 Stunden sind vielleicht ein bisschen krass. Ich denke, 10 Stunden werden hier wahrscheinlich schon arbeiten. Ja, wann nehme ich auf? Das ist die große Frage. Wann nehme ich auf? Nach 10 Stunden Dauerbeschallung und so, denke ich mal, ist meine Lust ungefähr auch so. Minus 5? Ne, ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie ich es machen soll oder wie ich es machen werde. Es ist einfach echt eine ziemlich blöde Situation, ehrlich gesagt, weil. Warte mal, wir sind jetzt Night. Oh mein Gott, wir können jetzt AOE leveln. Holy moly. Und wie gesagt, ich muss mal schauen. Also ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, beziehungsweise dann ab. Nee, stopp. Warte. Nee. Jetzt kommen erstmal dann die Türen. Das sollte nicht so krass werden, hoffentlich. Ansonsten vielleicht, wenn die Mittagspause machen und so, kann ich irgendwie mal schnell aufnehmen. Hoffe ich. Keine Ahnung. Irgendwie so eine Art. So, jetzt wollen wir ganz kurz hier noch den Teleporter nach Darkon 1. Darkon. Darkon City müssen wir, genau. Also wie gesagt, ich versuche dann irgendwie zwischendrin mal aufzunehmen. Wow. Alles klar. Ich versuche mal zwischendrin aufzunehmen und so. Die Fenster, glaube ich, kommen irgendwie eher erst im Juni oder so. Oder sogar Juli. Ich glaube, Mitte Juni oder so müsste das sein. Das heißt, da müssen wir Zeit haben. Und sonst, wie gesagt, mit den Toren und so. Keine Ahnung, wie ich es mache. Keine Ahnung. Absolut null Ahnung. Müssen wir mal schauen. Also wie gesagt, ich wollte es halt nur mal gesagt haben. Es könnte halt eben, wie gesagt, sein, dass es halt so ist. Und naja. Wie viel Attack haben wir gerade gekriegt? Alter Schwede, okay. Okay, gut, diese Nightwaffe hat nämlich auch unendlich viel Attack. Aber sind ziemlich cool, ja. Ich habe aktuell überhaupt keine Ahnung, ob wir das schaffen mit einem AOE. Wir haben aktuell 8,2k ist auch nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. I don't know. Keine Ahnung. So, was ich noch gestern erzählen wollte. Gestern. Heute. Was ich vorher erzählen wollte. Ich war gestern beim Essen, also in der Wirtschaft. Also, Gaststätte, keine Ahnung, wie man es in nicht-bayerischen Ländern sagt. Und ja, also auf alle Fälle, irgendwie da war so ein. Also generell so irgendwie, ich weiß es nicht, ob da irgendwie so ein Family Day war in dem Dorf oder so, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, irgendwie da waren übertrieben viele Kleinkinder und Kinder und so. Gut, eins hatte irgend so ein komisches, ich weiß nicht, ob dieses Spielzeug kennt, die man Hunden so gibt, die ist komisch quietscht, wenn man die zusammendrückt und so. Und irgendeine Familie hat so einem Kleinkind halt da so ein kleines Quietschvieh gegeben. Und ich dachte mir so, Alter, ich
glaube ich, ihr wirkt das Kind gleich oder so. Nee, also. Vor allem, es war jetzt eigentlich nicht so ein 0815 Restaurant, sondern es war dann. Ja, eher bisschen vornehmeres Restaurant. Und ich dachte mir da so. Alter. Aber gut. Naja. Auf alle Fälle war das so das eine, wo ich mir dachte, Alter, holy shit, geh weg. Nee, das andere Ding war auf alle Fälle immer noch. Keine Eventkarten, scheiß drauf. Das andere Ding war auf alle Fälle. Da war so eine Familie mit so einem, ja, älteren Kind, keine Ahnung, so um die 10 oder so. Und da ging es jetzt um das Thema Schule und so. Und wir saßen direkt daneben und so und ich habe dazugehört und. Naja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle dachte ich mir halt dann. So beim Zuhören, okay, gut, über was reden die und so, aber dann irgendwann mal angefangen halt zuzuhören. Und naja, irgendwann ging es halt mal so um die Noten und so, oder relativ bald ging es so um die Noten, da haben wir irgendwie wahrscheinlich mal Zeugnisse gekriegt und so. Und ja, irgendwie, ich fand es irgendwie echt schon ziemlich, ziemlich krass, wie einfach so das komplette Gespräch, beziehungsweise das komplette, wie soll man sagen, ja, das komplette Thema am Tisch im Prinzip einfach nur um Schule ging. Ich dachte mir irgendwie echt so, Alter, geht's euch irgendwie noch gut oder so? Also irgendwie ist es, irgendwie hat mich das fast schon ein bisschen, also irgendwie schon ein bisschen geflasht irgendwie. Jetzt nicht im Positiven, sondern eher im Negativen. Und so irgendwie der ganze Druck, was da ausgeübt wird und so. Und ja, was hast du da und da für Noten und so. Und schaffst du den Übertritt und reicht's fürs Gymnasium oder reicht's fürs Realschule oder sonst irgendwas? Und ich dachte mir so, Alter, der Typ, der war irgendwie, keine Ahnung, 9 oder 10 oder so, vermutlich, geschätzt, ich weiß es nicht. Und ich dachte mir so, Alter, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange aus der Schule heraus und so, also schon ein bisschen, 4, 5 Jahre, aber, oh Gott, Ringmaster, nicht gut. Aber ich meine, bei mir war es noch nicht so krass, also, beziehungsweise bei mir war es schon krass, aber irgendwie. Also, es war halt irgendwie so eine typische, ja, muss man sagen, so eine typische Patchwork-Familie oder so. Zumindest kam es halt so rüber und dachte mir einfach nur so, Alter, was ist kaputt für euch? Also irgendwie, ich weiß es nicht, ich finde es schon ziemlich krass übertrieben und so. Und wie gesagt, dann mit der Druck, der halt ausgeübt wird und so, also das ist halt schon echt sehr, sehr grenzwertig, das finde ich halt schon krass. Und Jan hat ja halt dann irgendwie, oder deine Mutter hat dann irgendwie sogar teilweise gedroht, also, ja, kann man sagen, gedroht, ja. Gewissermaßen schon, ja. mit verschiedenen Sachen und, ja, also. Fand ich ziemlich krass. Fand ich echt ziemlich krass. Alter, 15% Attack? Holy shit. Sonst irgendein Buff oder so? Ich sollte uns mal eine Rüstung kaufen, sehe ich gerade. Ah Gott, ey. Oh. So. Nummer 3 Darkon. Also Darkon zum dritten Mal. Nicht Darkon 3. So, jetzt brauchen wir noch irgendeine Rüstung oder so, weil mit einem 412 Death, glaube ich, wird das nicht schön. Und ja. Ja, also auf alle Fälle mal so hier back to topic. Ich fand's irgendwie einfach echt nur krass. Das war irgendwie nicht mehr feierlich oder so. Das war einfach nur irgendwie krass. Das war. Ich weiß es nicht, warum und wieso und weshalb und so, aber ich dachte mir einfach so, Alter, das. Ich meine, das kann es irgendwie nicht sein, oder? Fuck, wir haben keine. Oh, wir haben nicht mal Geld hier. Oh, Mist, ey. Ja, also es. Ich meine, ich habe zwar schon so was Ähnliches mal erlebt oder gesehen oder gehört oder was auch immer. Aber jetzt irgendwie da so live und so und. Dann tatsächlich so in dem Ausmaß, also es hat mich dann, es hat mich irgendwie schon ziemlich, also irgendwie hat mich schon ziemlich geflasht oder verwundert oder wie man es auch immer nennen will, weil, keine Ahnung. Also, dass man es so betreiben muss, das ist echt. Also ich meine, einerseits, ich kann es sogar noch verstehen, das ist ja gerade das Schlimme dran, weil im Moment oder aktuell oder zumindest in unserer Zeit ist es aktuell so, wenn man halt einfach, ja, wenn man die Schule verkackt, in Anführungsstrichen,
Beziehungsweise, wenn man in der Schule schlecht ist, dann kannst du dein restliches Leben im Prinzip wegschmeißen. Vielleicht hast du Glück und so und keine Ahnung, irgendeinen guten Zufall oder so, irgendeinen positiven Zufall oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, ich meine, du kannst dein Leben einfach wegschmeißen. Es ist so traurig und es ist vielleicht ein bisschen naiv, das generell zu sagen, aber ich meine, man kann entweder auf Glück hoffen oder man gibt sich mit irgendeinem, ich meine, mit einem 0815-Job abgeben, kannst du im Prinzip heutzutage vergessen. Weil, gut, das Uwe gerade schon mit den anderen Themen aus, aber ich meine, ich weiß nicht, wenn du einen typischen Hauptschuljob nimmst, dann bist du vielleicht bei netto 1.000 € oder so. 1.000, vielleicht 1.100, 1.200, aber mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Also, ich würde sagen 1.000, 1.200, 1.000 bis 1.200, aber nicht mehr. Alter, macht man so viel Schaden, sind Fehler über uns, vielleicht nicht gut. Egal. Naja, also, wie gesagt, ich kann es verstehen einerseits. Wie gesagt, nur einer. Oh Gott, Alter. Alter, warum heilt denn der nicht hier? Hallo, heilen. Ey, das gibt's doch nicht. Ist dieses Heal hier verbuggt? Ja, geil. Ja, danke auch. Nice. Nice. Ich kann nicht healen. Und ich bin auch noch im TS drin. Läuft bei mir. Ah, warum kann ich hier nicht AOEen? Warum kann ich hier nicht AOEen? Oh Gott. Hey, die wollen mich doch hier verarschen, oder? Warum zum Teufel kann ich hier kein Heal nutzen? Ich kann nicht rüber switchen und healen. Jetzt geht's nicht mehr. Ey, das ist doch zum Kotzen, Mann. Das ist doch einfach zum Kotzen. Jetzt haben wir Neid angefangen und können nicht hier AOEen hier. Ah, mein Gott, ey, das gibt's doch jetzt echt nicht, oder? Warum kann man hier bitte nicht AOE? Warum kann man hier bitte nicht healen? Es kann nicht so schwer sein, wenn man andere Fenster rüber wechselt, dann zum Healen. Da, ich spam hier gerade F1. Ich spam hier F1. Ja, wenn er stehen bleibt und so kann ich healen. Wow. Geil, Mann. Alter. Das kann jetzt nicht sein, oder? Das kann jetzt einfach nicht sein. Also, das kann ich jetzt gerade echt nicht glauben. Nee, das ist nicht mehr feierlich. Das ist jetzt alles andere als schön. Das ist jetzt. Das kotzt mich jetzt an. Ich wollte hier einfach AOE Night spielen und es geht dann einfach nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich setzen soll jetzt. Ich meine, wir könnten 1-1-Night probieren. Aber ob das wirklich Sinn macht. Ich meine, es gibt 1-1-Waffen oder 1-1-Effekte. Das ist jetzt einfach blöd. Ich meine, was sollen wir machen? Also jetzt im Ernst, jetzt wirklich mal im Ernst. Was sollen wir hier machen? Sollen wir wirklich 1-1-Night zocken? Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich Bock drauf, aber es scheint so, als würde uns nichts anderes übrig bleiben. Also, wir können dann nichts anderes machen. Wir können hier, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal später oder mit Lakotten oder so, aber ich habe hier nicht das Geld für Lakotten. Generell Geld für irgendwas. 184k, wow. Warum Level dringen wir das ja nicht mehr? Wie viele 19 Level haben wir theoretisch? Contribution. Okay, kriegt 4%. Ich hatte keine Anpassung. Okay. Ah, oh, Mist, ey. Was ist denn das hier? Ja, jetzt müssen wir 1-1-Night zocken. Ich meine, wir können jetzt einen neuen Charakter anfangen. Dann haben wir jetzt halt irgendwie 8, 9, wie viele Folgen haben wir? Ich weiß gar nicht auswendig. Am Samstag gemacht. Hey, das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht, oder?
Warum muss der Charakter stehen, damit man healen kann? Ah, wer belegt sich so ein Mist? Das kotzt mich jetzt gerade echt an. Also an der Stelle sollte man irgendwie echt mal nachbessern. Ich meine, es hat super funktioniert, das ganze AOE. Also vielleicht nicht super, es wäre trotzdem ziemlich risky gewesen. Aber es hat funktioniert. Aber dass es halt irgendwie so ausartet und dass man hier überhaupt nichts machen kann, das zerstört natürlich meine Pläne komplett. Ich wollte halt einfach so ein bisschen ans Upper Edge gehen. Ich wollte... Ah, das ist eine Elementkarte. Nee, oh, eine C-Karte. Alter. Ich wollte, wie gesagt, einfach jetzt mal, wie ihr schon gesehen habt, ich wollte halt das 30-60 oder 33-66 Prinzip gehen oder nutzen, was super funktioniert eigentlich. Also, was generell ziemlich risky ist, aber es funktioniert gut. Also, mal so ausgedrückt. Aber wenn ich halt nicht healen kann, dann bist du selbst auf 100%, also bist du selbst auf Full STA am Arsch. Das ist halt gerade das riesige Problem. Tja, wie gesagt, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich meine, wie gesagt, wir könnten halt Full STA umsetzen. Ah, keine Ahnung. Wie viel AOE-Damage macht eigentlich? Hallo? Ich kann ja nicht mehr AOE'en, wenn ich attack, Mann, was ist denn das? Alter, 6k AOE-Damage. Dann mit Sword Cross dazu. Dann könnte mir Level gerade irgendeinen Ranger oder so. Oder ein Baujaster. Oh Mann. Nee, das verdirbt mir jetzt gerade die Laune. Aber wirklich komplett. Na gut, ich würde mal sagen, an der Stelle beenden wir das Ganze. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.